Hallo ihr Lieben, wir sind Biggie und Flo von phototravelers.de und wir nehmen euch in unserem Dachzelt mit auf einen Roadtrip an der Mosel entlang. 544 Kilometer schlängelt sich die Mosel gemütlich und ruhig durch Westdeutschland. Unser erster Stopp an der Mosel ist die Stadt Trier. Wir stürzen uns direkt ins Getümmel und erkunden das Wahrzeichen Triers, die Porta Nigra. Gerade im Inneren macht das römische Stadttor, das aus dem Jahr 170 nach Christus stammt, einiges her. Die Stadt zählt unter anderem wegen ihrer römischen Sehenswürdigkeiten zum UNESCO-Weltkulturerbe. Wir empfehlen dir auf jeden Fall einen Besuch, nicht ohne die älteste Brücke Deutschlands, die Römerbrücke, angeschaut zu haben. Unser nächstes Ziel ist der wunderschöne Ort Bernkastel-Kues an der Mosel. Bernkastel-Kues besteht aus ursprünglich zwei Orten, die sogar durch die Mosel getrennt sind. Auf der einen Seite liegt Bernkastel und auf der anderen Kues. Beide blicken auf eine lange Geschichte zurück. So bekam Bernkastel die Stadtrechte 1291. In Kues gibt es Nachweise von Menschensiedlungen um 3000 vor Christus. Heute gehört die Stadt Bernkastel mit dem Winzerdorf Kues zusammen. Lass dir die schönen Fachwerkhäuser auf keinen Fall entgehen, es lohnt sich. Oberhalb von Bernkastel-Kues thront die Burg Landshut mit genialem Blick auf die Mosel. Die Ruine steht auf einem Fels, der nur für diese Burg gemacht scheint. Eine Anlage hier oben wurde bereits 993 erwähnt. Von der Burg aus schaust du hinunter auf Bernkastel-Kues. Der Besuch ist kostenlos, lediglich der Turm kostet 1 Euro. Natürlich gehen wir hinauf und zeigen euch den schönen Ausblick von hier oben auf die Mosel. Wir folgen dem Verlauf des Flusses weiter und gelangen nach Traben-Trarbach. Hier erwarten dich ebenfalls schöne Fachwerkhäuser und das Wahrzeichen, das bekannte Brückentor. Entworfen wurde es von Bruno Möhring. Er war damals, als das Tor gebaut wurde, der bekannteste Jugendstilarchitekt Deutschlands. Das war um 1899. Ansonsten lohnt es sich, durch das Städtchen zu ziehen. Es gibt viel zu entdecken. Die Spiegelung der Häuser in der Mosel ist sehr sehenswert. Übrigens gibt es hier auch ein Buddha-Museum. Jetzt kommt eine Tour ganz nach unserem Geschmack. Über Treppen und eine Metallbrücke geht es hoch hinaus. Die Burgruine Grevenburg thront über Traben-Trarbach. Über einen seilversicherten kleinen Steig gelangst du zu einem tollen Aussichtspunkt auf die Burgruine, die Mosel und den Ort Traben-Trarbach. Dieser Ausflug hat sich sehr für uns gelohnt. Wir waren total begeistert. Natürlich haben wir uns die Ruine auch näher angesehen. Heute steht nur noch eine Mauer. Die Grevenburg wurde ab 1350 erbaut. Sie liegt strategisch auf einem Pass und war daher stark begehrt. Es gab einige Machtkämpfe. Ein ganz besonders schmuckes Örtchen ist Enkirch an der Mosel. Hier findest du nicht nur schöne, urige Fachwerkhäuser. An vielen Häuserfassaden sind Liedstücke sowie Trinksprüche angeschrieben. Zudem verläuft hier auch der Wanderweg der Lieder des Rundfunksenders SWR4. Mystische Morgenstimmung auf dem Prinzenkopf-Aussichtsturm. Von hier oben bietet sich dir ein einzigartiger Blick auf die Mosel von verschiedenen Seiten, weil der Fluss hier einen seiner berühmten Schlenker macht. Vom Aussichtsturm aus hast du einen tollen Blick auf Pünderich, die Mosel und ein weiteres Highlight. Das Pündericher Hangviadukt, auch Kanonenbahn genannt. Direkt in der Nähe des Aussichtsturms befindet sich noch die Burg Arras. Etwa in der Mitte zwischen Trier und Koblenz liegt der schmucke Ort St. Aldegund. Auch hier waren schon die Römer dazu mal unterwegs. Sehenswert ist neben den wirklich schönen Häusern die auf einer Anhöhe gebaute romanische Kirche. Sie steht hier seit 1144 und war ein bekannter Wallfahrtsort. Jetzt zeigen wir euch eines der absoluten Highlights an der Mosel, die Moselschleife Brem. Hier an diesem Eck macht die Mosel wieder einen beachtlichen Schlenker, der sich zu einer Sehenswürdigkeit gemausert hat. Kein Wunder, denn der Blick, den ihr von hier oben habt, ist wirklich sehenswert. Auf der Anhöhe beginnt auch der Calmont-Klettersteig. Natürlich schauen wir uns hier gleich ein wenig um.
der Bremer Kalmont ist die steilste Weinberglage Europas. Die Hänge ragen majestätisch steil hinauf. Von hier oben kannst du auch wundervolle Wanderungen machen, wie den Kalmont-Höhenweg. In der Schleife siehst du ein Gebäude, das ist die Ruine des Klosters Stuben, eine ehemalige Klosterkirche. Wir sind absolut begeistert von den Wanderwegen hier oben im steilen Weinhang. Wenn du hier bist, solltest du unbedingt die Höhenluft schnuppern und dich umsehen. Der Ausblick ist grandios. Jetzt wird es richtig romantisch. Nach Brem kommen wir an Beilstein vorbei. Unterhalb der mächtigen Burg Metternich liegt ein verschlafenes Örtchen. Es wirkt wie aus dem Märchen Dornröschen entsprungen. Niedliche Fachwerkhäuser, die zum Teil mit Weinreben umrankt werden, stehen neben kleinen Geschäften. Das mittelalterliche Stadtbild ist noch gut aus dem Jahr 1310 erhalten. Der Marktplatz ist eine besondere Augenweide mit tollen Häuserfassaden. Es macht Spaß, durch den Ort zu ziehen und sich die alten Häuser anzusehen. Die Wolken spiegeln sich in der Mosel, alles ist friedlich und ruhig. Hier lässt es sich aushalten. Oberhalb blicken wir auf die Burg Metternich. Sie steht hier bereits seit Mitte des 13. Jahrhunderts. Bis zum Krieg mit den Franzosen 1689 war die Burg noch perfekt erhalten. Danach wurde sie zerstört. Das nächste Highlight an der Mosel lässt nicht lange auf sich warten. Die Burg Cochem steht hier majestätisch über dem Fluss. Überall an der Mosel gibt es römische Befestigungen. Sie entsprachen einem römischen militärischen Konzept. So wurden im Moseltal zahlreiche Felsensporne mit Burgen ausgestattet, um die perfekten Angriffs- und Verteidigungspunkte zu besitzen. Bereits seit 886 ist Cochem urkundlich erwähnt. Die Kelten und Römer schätzten die Lage der Stadt an der Mosel. Wir haben uns durch die Gassen treiben lassen. Schau dir unbedingt die alten Stadttore an, sie sind noch Teil der alten Stadtmauer. In unseren Augen ist Cochem einer der schönsten Orte an der Mosel. In der Nähe der Mosel liegt eine der berühmtesten Burgen Deutschlands, die Burg Eltz. Sie stammt aus dem 12. Jahrhundert und lohnt auf jeden Fall einen Abstecher. Das Tal der 13 Mühlen ist etwas ganz Besonderes. Es liegt in Kattenes an der Mosel. Das Mühltal ist nur 250 Meter lang, aber es geht ganz schön den Berg hinauf. 24% Steigung hat die steile Straße. Hier sind 13 Häuser angesiedelt. Und wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich hierbei um eine ehemalige Ölmühle und Getreidemühlen. Die letzte Mühle beendete 1954 die Arbeit. Gegenüber auf der anderen Moselseite steht eine riesige Burg auf dem Hügel, die Burg Turant. Laut einer Überlieferung hausten dort Raubritter. Sie spannten eine Kette über den Fluss und erzwangen so Zoll von Schiffsfahrern. Die Schiffe wurden ausgeplündert oder die Mannschaft im Kerker der Burg eingesperrt. Hier oben verläuft der Moselsteig. Der Fernwanderweg ist 365 Kilometer lang. Die Burg schauen wir uns natürlich aus der Nähe an. Majestätisch steht sie hier oben. Von der Burg aus hast du einen atemberaubenden Blick hinunter auf die Mosel. Da waren wir sehr beeindruckt. Den Titel eines der schönsten Dörfer Deutschlands hat sich Winningen schon durch einige Auszeichnungen verdient. Natürlich mussten wir hier Halt machen und uns Winningen genauer ansehen. Was sollen wir sagen? Es kann sich sehen lassen. Übrigens findet hier auch das Winninger Moselfest statt. Es ist das älteste Weinfest in Deutschland. In Koblenz fließt die Mosel in den Rhein. Genauer am Deutschen Eck. Von links kommt die Mosel, von rechts der Rhein. Genau am Eck treffen die beiden Gewässer zusammen. Kein Wunder, dass das Deutsche Eck eines der Wahrzeichen Koblenz ist. Hier, oberhalb des Zusammenflusses von Mosel und Rhein, thront die Festung Ehrenbreitstein. Natürlich haben wir uns Koblenz auch angesehen. Vom Jesuitenplatz aus laufen wir zum bekannten Schengelbrunnen, der hin und wieder eine Fontäne spritzen lässt.
Natürlich dürfen auch die Liebfrauenkirche, die vier Türme und weitere Sehenswürdigkeiten nicht fehlen.